Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Beyond. So, Tempel habe ich ein bisschen weitergebaut, zeige ich euch nachher. Als erstes wird euch auffallen, mein Inventar ist komplett leer. Ich habe keine Rüstung mehr, ich habe kein Jetpack mehr, ich habe gar nichts mehr. Ja, scheiße gelaufen. Ich war zu neugierig. Ich war hier an unserem RF-Tools Teleporter und wollte einfach mal durch die Gegend fliegen und habe hier dieses Prismarin ausgewählt. Ja, so. Dann bin ich da reingegangen und dann ist Folgendes passiert. Tot. Genau. Einfach tot. Und ich hatte alles dabei, alles. Mein neu aufgeleveltes Schwert. Einfach alles. Und deshalb kann ich jetzt auch gar nichts mehr machen. War jetzt auch nach meinem Urlaub ein paar Tage nicht auf dem Server. Eigentlich nur zwei, glaube ich, oder ein. Und habe gewartet, bis Mavia gekommen ist. Der konnte mir aus der Patsche helfen. Der hat mir nämlich gesagt, ich muss dieses Teil hier in meinem Inventar haben. Und dann einfach, also unten in der Hotbar, nochmal dahin gehen. Und dann würde nichts passieren. Und das hoffe ich jetzt auch. Ja, und wie ihr hier sehen könnt, sind hier ein paar... Warum bin ich so langsam? Oh, ich hab... wie ihr sehen könnt, wahrscheinlich... Hä? Och nö. Wie komme ich jetzt wieder zurück? Warte mal. Das müsste gehen. Okay, ich brauche also eine Spitzhacke. Oh, jetzt dachte ich, es funktioniert wieder nicht. Oh, ich habe immer noch den Effekt. Irgendwie. Hä? Mir wird gar nichts angezeigt. Egal, wir brauchen eine Spitzhacke. Ich nehme jetzt einfach mal die. Oh, warum bin ich denn noch so langsam? Ach, mir wird gar nichts angezeigt. Das finde ich komisch. Und ich sollte irgendwas zu essen mitnehmen. Oh, warum bin ich so langsam? Hier, essen. Oh. Nee, Alter, das ist nicht wahr, oder? Da bist du, er springt schneller. So, also das da wieder da rein, da und dann Prismarin, Dial Once. Dann rein da. Da bin ich ja tot, bis das fertig ist. Oh Gott. Hoffentlich baue ich den richtigen ab. Wenn ich jetzt nochmal sterbe, ist natürlich doof. Nein! Och, das ist ja... Das ist doch... Schlecht ist doch das. Ah, jetzt ist normal. Komisch. Gut, dann holen wir uns halt ein paar Diamanten und machen uns eine Diamantenspitzhacke. Die sollte wenigstens ein bisschen schneller sein. So, hier. Keine Diamanten, ist ja klar. 3. Holz. Also es war wirklich übelst doof, weil eigentlich wollte ich aufnehmen. Und dann ist es eben passiert, dass ich da alles verloren hatte.
Und dann konnte ich auch nicht aufnehmen, weil ich wollte eigentlich weiterbauen. Und ja, das war halt dann kaputt. So, jetzt nochmal. Prismarin, Dial once. Ich hoffe mal, das klappt jetzt. Nee, ich glaube, das ist nur minimal schneller. Nicht wirklich. Aber wenn diese komischen Lags kommen, dann geht's schneller. Nein. Och, Mann. Jetzt hatte ich fast 50%. Ich mache einfach den hier. Ich hoffe, dass da alle meine Sachen drin sind. Dann müssen alle meine Sachen drin sein. Bitte, bitte, bitte. Ich habe übrigens keine Ahnung, wo wir hier eigentlich sind. So, 50% haben wir. Yeah, 63, 64, 65. Ich sollte einfach nicht so neugierig sein. Ich wollte gucken, was da ist. Und dann hat es mich völlig kaputt gemacht. Das Beste wäre natürlich, ich habe nämlich auch noch ein paar andere Sachen gebastelt. Jo. So, wir haben wieder unsere Sachen. Hallo. So, wir haben wieder unsere Sachen. Ich freue mich. Hier, mein neues Schwert. Aha. Wenn ich den jetzt rausnehme, sterbe ich wahrscheinlich wieder. Nee, ist mir egal. Ich habe meine Sachen. Ich gehe wieder nach Hause und ich werde nie wieder diese Dimension betreten. Eigentlich wollte ich heute mit euch. So, jetzt kann ich wieder essen. Bin gerade in der Aufnahme. In circa 15 Minuten. So, ja, ich kann wieder fliegen. Wie geil ist das denn? So, ich wollte euch nämlich mal den Tempel zeigen. Ich habe hier ein bisschen was umgebaut. Ich habe wieder ein Dach oben drauf. Die Säulen habe ich komplett überarbeitet. Ich habe hier auch den Vorplatz ein bisschen gestaltet. Alles mit Licht. Und jetzt, Achtung. Na, was sagt ihr dazu? Oh, da hinten ist so ein Dings da. Ah ja, genau, ich habe hier Fackeln weggemacht. So, ich habe hier Fackeln weggemacht, weil ich da schon eigentlich den Bau vorbereiten wollte. Möchte euch jetzt aber natürlich erstmal hier alles zeigen. Hab hier endlich einen Boden eingezogen, hab hier noch ein paar Säulen reingesetzt. Und hier oben eben einmal komplett außenrum Glowstone, Hieroglyphen und oben noch so ein anderes Ding dran gemacht. Und ich finde, es sieht schon ganz interessant aus. Ja, später. Ups, bis quatschen. Ja, dafür war ich ziemlich viel Glowstone sammeln, musste mir dafür auch einen neuen Hammer machen mit Silk Touch. Hab mir einen Magneten gemacht, weil das besser ist. Ja, genau. Und habe auf mein Schwert Beheading. Irgendwo steht's. Ah, hier. Da steht's ja schon. Beheading 3 drauf gemacht, dass ich ein bisschen mehr Loot krieg. Ja, so viel dazu. Ich wollte eigentlich mit euch heute mal hinten das Gebilde, die Statue reinbauen, die ich eigentlich geplant hatte. Jetzt ist aber die Zeit schon so fortgeschritten, dass ich mich um was anderes kümmern möchte. Oh, ich habe zu viel davon.
hau mal hier ein bisschen was rein. Das da, das da. Das, 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 das. Die brauchen wir auch nicht. Fackeln kommen wir dahin. Die brauchen wir auch nicht. So. Den brauchen wir eigentlich auch gerade nicht. So, Glowstone habe ich sogar noch einiges. Wird man auch später brauchen. Wenn das alles so wird, wie ich mir das gedacht habe. So, und im Moment. Es müssen wir das jetzt chiseln. Und zwar in den Bodenbelag. Das war der hier. Und dann hoffe ich, dass das funktioniert. Other. Ne, den hier wollte ich haben. So, und damit würde ich jetzt gerne hier den Boden ausgleichen. Und das sieht natürlich anders aus. Schade. Und was ich auch gemerkt habe, ist, dass ich hier eigentlich einen kompletten Denkfehler drin hatte. Was die Stufen angeht. Weil ich möchte ja hier slabweise runtergehen. So eigentlich. Und dann wieder einen halben Slab und bla 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 bla. Wenn ich das jetzt aber so mache, dann habe ich hier ja wieder 1 Höhe. Und das ist mein Denkfehler gewesen. Deshalb müssen wir uns hier jetzt kurz was Neues einfallen lassen. Was natürlich mit diesen Dingern hier anders aussehen wird dann. Da muss ich mir dann halt wieder was Neues einfallen lassen. Ach ja, geh doch mal weg. Auf jeden Fall ist das Schwert sehr geil. So. Wir futtern hier noch ein bisschen was. So, und ich denke, ich werde jetzt einfach hier 3 hoch machen. Haben wir noch so einen Builderswand? Ne. Haben wir hier noch einen Gold, Diamant drin auch nicht. Ich sollte mir mal ein ME machen und einen Wireless-Zugang. Muss ja eigentlich nichts können. Das muss ja bloß ein Speicher sein. Moment. So, theoretisch. Also muss er eigentlich bloß einen Speicher haben. Was anderes brauche ich ja MME gar nicht. Bin ja nicht so verrückt nach Technik wie die anderen. Och nee, jetzt kommt das schon wieder. Muss ich jetzt wirklich alles wieder einzeln setzen? Ja. Und das Doofe ist, da kommen auch wirklich diese Dreiecke raus. So. Wir gucken halt mal, wie das jetzt aussehen könnte hier. Und dann überlege ich mir, ob ich das wirklich so baue. Dazu könnte ich eigentlich auch erstmal nur eine Seite machen. So, dann bräuchte man das Hämmerscher. Und dann, ach so, von dem habe ich ja sogar noch. Auch 3. Aber hier könnte ich jetzt dann sogar schon wieder mit dem Builderswand arbeiten. So, Licht aus. Ich hoffe mal, dass ich ungefähr unten auf die gleiche Höhe komme dann. So. Ja, das könnte sogar wirklich hinhauen.
Ja, ich wollte hier nämlich so langsam abflachenden Weg haben und nicht so zack, zack nach unten. Jetzt gucken wir gerade mal, wenn wir das dann wieder so machen. Nee, nicht gleich so. Dann können wir da trotzdem. Habe ich das gar nicht hier? Nee, habe ich nicht. Egal. Dann können wir trotzdem hier so Dinger lassen. So. Gut. Oh, zum Glück ging das nicht. Wir nehmen aber hier gerne bitte andere Sachen. Sonst muss ich hier immer den Sandstein verbauen. Ich habe keine mehr. Scheiße. Gut, dann brauchen wir noch mal ein Stack. Ach, scheiße, ich muss erst chiseln. Welcher war's denn? Muss immer den richtigen nehmen. So, dann machen wir noch mal ein Stack davon oder zwei. Wir gucken jetzt mal, ob wir unten ungefähr auf die gleiche Höhe kommen. Ja, ich glaube, wir müssen hier einfach Sandstein drunter pappen. Ja, Sand können wir auch nehmen. Also ich verspreche euch, in der nächsten Folge werde ich mich auf jeden Fall um die Skulptur bemühen, die hier rein soll. So, und jetzt müssen wir noch mal mit dem hier machen. So. Aber viel weiter darf ich auch gar nicht. Also hier muss dann Ende sein. Aber das geht eigentlich so, finde ich. Jetzt gucken wir mal. Flint and Steel haben wir nicht da. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob ich überhaupt einen habe. Hier nicht. Da auch nicht. Hier auch nicht. Hier auch nicht. So, hier habe ich übrigens noch ein Hühnchen. Das gibt mir Eier. Ja, ich dachte einfach, das wäre mal gut für die ganzen Rezepte. So, ich gehe jetzt noch schnell gucken, ob das in der einen Kiste ist. Wenn das dann nicht ist, bauen wir uns einfach einen neuen Flintenstiel. Kostet ja nicht so viel. Was ich auch gerne machen möchte, ist noch ein Wireless Charger drüben in mein Haus. Okay. Nix da. Nicht mal Eisen habe ich hier. Eisen habe ich in der Tasche. Da habe ich einen Flint. Gut. Ne, holen wir uns einfach ein neues Deck. So. Jo. Gut. Ich probiere mich auch wirklich an die 20 Minuten zu halten. Funktioniert im Moment. Hallo, mit einem komme ich nicht weit. Funktioniert eigentlich ganz gut zurzeit. So. So würde das dann aussehen. Natürlich kommt da noch ein bisschen Zeug außen rum.
Oder ich setze hier sogar noch eins weiter rein. Aber ich denke, so bauen wir das, weil ich finde, das sieht hier gar nicht so schlimm aus. Ich kann hier gerade mal disablen. Ja, das passt. Man läuft langsam drauf zu. Das passt. Also, habe ich schon wieder keine mehr. Eieiei. Alles wird alles verwurschtelt hier. So, also wie gesagt, so werde ich das hier weiter durchziehen. Die ganzen Reihen voll. Und ja. Dann in der nächsten Folge wenden wir uns der Skulptur zu. Und das soll es auch von heute mal gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.